Willkommen zurück. Folge 375 schon. Wir marschieren in Richtung Saisonstart, werden den in diesem Part auch erleben. Die Verletzten sind besucht. Max Leitner arbeitet wie ein Besessener. Unser Teuter Schlager fällt zwei Spiele aus. Das ist eine Dummheit. Wir machen unser Trainingslager in Tibet mit einem Freundschaftsspiel gegen MSV Duisburg. In diesem Trainingslager, ja, beides Kondition und Frische ist auf 55, das ist nicht so toll. Hier bolzen war zweimal brutal, Kondition muss sein. Die Frische dann so passend wird, müssen wir sehen. Nikola Esser beschwert sich, weil er sich gerne mit seinem Kumpel Mamadou Delgado ein Zimmer teilen würde. Ja, in Tibet wird auf sowas auch keine Rücksicht genommen. Wir spielen gegen MSV Duisburg. Ist das Spiel jetzt in Tibet oder in Duisburg? Sind wir mit dem Express-Jet nach Duisburg geflogen? So, hier treten mal die unmotiviertesten Spieler an. Ich bin immer außen vor. Egal, was, welches Kriterium wir wählen. In Tibet soll niemand unmotiviert sein. Duisburg ist ungefähr auf Augenhöhe. Sind die eigentlich in der dritten Liga? Nö, die scheinen im Profifußball aktuell nicht vertreten zu sein. Auch der VfL Bochum ist noch nicht wieder aufgetaucht. So. 1800 Zuschauer. Collins mit dem 1:0 für die Zebras. Watson mit dem Ausgleichstreffer nach Vorlage von Walter. Gelbe Karte für Walter wegen absichtlichen Handspiels. Ja, wir wechseln einfach mal komplett durch. Usoma, Vollert, Fischer geht einfach mal ins linke Mittelfeld. De Sousa ins rechte, Laranjera kommt rein, Vakula, Eckhard Ayensa. Vakula spielt einfach mal im Sturm. So, wir probieren mal ein paar wilde Dinge. Nein, machen wir nicht. Er spielt im Zentrum. Eisfeld im Sturm, auch ein bisschen durchwürfeln. Gelb für Madin. Bitte keine Platzverweise hier abholen in einem Testspiel. Ist ja schon häufiger vorgekommen. Und Madin bringt uns in Führung. Wir gewinnen das Testspiel sogar. Ist das der erste Testspiel-Sieg? Ich glaube schon. Nicht, dass das was zu bedeuten hätte. Dennoch freut man sich. Champions League-Qualifikation. Ich sehe Union Berlin mit einem 3:2-Sieg bei Molde FK. Ja, einzige deutsche Mannschaft hier in der Quali. Lukas Doncor von Man City verpflichtet für über 28 Millionen. Ligapokal. Union muss innerhalb von 2 oder 3 Tagen mehrmals spielen. Die gewinnen aber 2:0 gegen RB Leipzig. Gegen den Champions League-Sieger. Köln besiegt Kaiserslautern. Union Berlin gegen Frankfurt und Köln gegen Leverkusen. Im Halbfinale Köln gegen Leverkusen. Sicher brisant. Tonso wechselt von Chelsea nach Werder Bremen. Larsonneur von Münster nach Jahn Regensburg. Aktau von Ingolstadt nach Solna. El Morsi von Karlsruhe nach Stuttgart. Kanga von unserer ersten Mannschaft nach Atalanta Bergamo. Ihr Arzt weist sie darauf hin, dass einige ihrer Spieler derzeit vollkommen überlastet sind. Sie sollten das Training deutlich zurückfahren, da sie sonst mit sehr vielen Verletzten zu rechnen hätten. Kann man unter diesen Gesichtspunkten eine brutale Konditionswoche durchziehen? No risk, no fun, ich mache es. Aber hoffe, dass es gut gehen wird. Ich nehme es auf meine Kappe, wenn es schief geht. Ich muss ja selber mittrainieren. Ich trainiere selber genauso wie alle anderen. Ich bin der Meinung, dass man jetzt auch mal ein bisschen Männlichkeit hier zeigen kann, ein bisschen auf die Zähne beißen kann. Wir brauchen Konditionen. Wir sind in der zweiten Halbzeit oft abgesackt in der vergangenen Saison. Das soll nicht passieren. Deswegen hier mal ein bisschen auf die Zähne beißen, meine Herren. Wir sind hier nicht beim Rasenschach. Marco Pallione ist von Real Madrid verpflichtet. Über 25 Millionen gegen an Man City. Vollert mit dem Außenbandanriss. Ist das jetzt aufgrund von zu hoher Belastung passiert? Wenn ja, tut's mir leid. So, wir spielen gegen Groß Aspach. Wir lassen mal die erfahrensten Spieler auflaufen, wie zum Beispiel meine Wenigkeit.
0:0 zur Halbzeit, gegen die hatten wir ja ein wichtiges, denkwürdiges Spiel am Ende der vergangenen Saison. Jetzt hier spielen wir uns aufeinander ein. Wir wechseln mal erst nach 60 Minuten. So, dann wird jetzt einmal komplett durchgewechselt. Bülow kommt für mich. Barranquera für Schwab. D'Souza für Walter. Vakula für Gerlach. Jansen für Langesberg. Usoma für Fischer und Eisfeld für Watson. Lass in diesem Testspiel nochmal jeder zum Zug kommen. Larangera sieht gelb. 329 Zuschauer. Danny mit dem 1:0 für Groß Aspach. Gelbe Karte für Römer. Spielt doch der Römer. Und wir verlieren das Testspiel aber. Was soll's. So, hoffen wir, dass wir jetzt ohne weitere Verletzungen hier durchkommen. Ja, don't try this at home. Bitte gehen Sie mit Ihren Teams solche Risiken nicht ein. Bin hier kein gutes Vorbild, aber ich wollte... Ja, ich denke, man muss auch die Kondition haben. Und die Ärzte haben auch nicht immer recht und wir werden sehen, was passiert. So, Union Berlin, was ist denn da los? 8:1 gewinnen sie in einem der höchsten Siege der Champions League-Quali-Geschichte, denke ich mal. Terminieren sie Molde FK drastisch. Sind damit in der Champions League dabei. Erste Gruppenphase mit folgenden 8 Gruppen. In Gruppe 1 Chelsea, Udinese Calcio, Lech Posen und Differdingen aus Luxemburg. Ist das zum ersten Mal ein luxemburgischer Teilnehmer? Weiß es nicht. In Gruppe 2 FC Fulham, Angers, Barcelona und Wolfsberger AC. In Gruppe 3 RB Leipzig, der Titelverteidiger Dijon, Slovan Liberec und Utrecht. In Gruppe 4 die Terminator von Union Berlin, AS Monaco, Ostrau und Sporting Braga. In Gruppe 5 Derby County, Sampdoria, Genua, FC Sevilla und Ross County. In Gruppe 6 Leicester City, Girondin, Bordeaux, Legia Warschau und FK Zenit St. Petersburg. In Gruppe 7 Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao, Dynamo Moskau und BK Häcken aus Schweden. Und in Gruppe 8 die vierte deutsche Mannschaft im Bunde, Eintracht Frankfurt, AC Mailand, Sparta Prag und Elfsborg Boras. Vierfache deutsche Beteiligung. Zwei Champions League Teilnehmer bekämpfen sich hier gegenseitig. Frankfurt gewinnt 6:5 im Elfmeterschießen gegen Union. Bamba, lalala Bamba wechselt von Alba nach Porto für über 18 Millionen. Derby hier und auch ein Elfmeterschießen und auch ein 5:6 Ergebnis. Leverkusen besiegt Köln, damit Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen im Finale des Golden Ananas Cups in Bayern in der Euroleague-Quali gegen Dynamo Kiew. Dann sehen wir Transfers von Todorovic von Amiens nach Holstein Kiel, Sakala von Bielefeld nach Lyon. Ja, Transfers gibt es hier nicht. Die Saison startet. Wir gucken uns unter Haching mal an. Lenze. Mega. Der ist mega. Kam vom Berliner AK. Dietz. Tritt mit gebrochener Rippe an. Kam von Greuther Fürth. Bannis, den haben wir doch entdeckt. Aus Thailand. Mittlerweile ein Marktwert von über 6 Millionen. Knebel. Von Knebel. Marktwert von über 2 Millionen. Dyer, mittlerweile 30 Jahre alt, auch ein Marktwert von über 2 Millionen. Moore, Marktwert von über 3 Millionen. Lenze, Marktwert von über 3 Millionen. Guckt euch doch mal an, was aus meinen Jungs hier geworden ist. Lenze ist immer noch aktiv mit 34 Jahren. Di Maria, über 6 Millionen wert, aus der eigenen Jugend, von Schulz gefördert. Ansonsten sehen wir keine Spieler aus der eigenen Jugend. Ich habe auch den Eindruck, dass Jugendspieler hier, wenn ich nicht gerade selber anpacke, hier nicht immer gefördert werden. Aber freut mich doch, gegen diverse meiner alten Spieler hier direkt am ersten Spieltag anzutreten. Wir sind von weiteren Verletzungen verschont geblieben. Vollard wird besucht. Wir trainieren jetzt. Wir haben unsere Kondition um 9 Punkte erhöht. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Wir trainieren jetzt ein bisschen Spritzigkeit. Und los geht's mit der Saison. Das verflixte zweite Jahr. Wird es diesmal gut gehen oder nicht? Ich möchte keinen Pessimismus verbreiten. Oh, wir haben noch einmal ein Freundschaftsspiel am Sonntag. Ja, da lassen wir. Ja, das ist jetzt ein paar Tage vorm Start. Jetzt eine Generalprobe. Nein. Wir lassen mal die frischesten Spieler auflaufen.
Zum Beispiel meine Wenigkeit. Generalprobe machen wir nicht. Wir spielen gegen Münster. ...544 Zuschauer, wir liegen 0:1 hinten zur Pause. Wir wechseln einmal komplett durch. De Sousa, Vakula. Vakula hat sich verschlechtert. Hatte der nicht? Das ist ein guter Techniker. Ne, das war Werners. Essa, Östler, Usoma, Bülow und Eisfeld. So, dann werden Sie die ersten beiden Spieltage dieser Saison in diesem Part noch sehen. Gelbe Karte für Bülow. Östler mit dem Ausgleich nach Vorlage von Vakula. Und Riedel mit dem 1:2. Wir verlieren das Testspiel, aber soll mir relativ egal sein. Ligapokal soll mir auch relativ egal sein. Frankfurt gewinnt mit 2:1 in der Verlängerung gegen Bayer Leverkusen. Los geht es. Wir spielen gegen Unterhaching. Wir sind in der Gesamtübersicht die sechststärkste Mannschaft. Das ist auch unser Saisonziel, das obere Tabellendrittel. Ich möchte jetzt auch nach der erfolgreichen letzten Saison mal im zweiten Jahr Erfolg und Konstanz zeigen. So, wir stellen die sicheren Kandidaten auf. Das sind Watson, Eckert, Ayensa, Thomsen, De Sousa, Eisfeld, Vakula, Fischer, Laranjera, Jansen, Delgado, Essa. Sieht gut aus auf der Bank. Schlager, Usoma, Bülow, Ostler, Gentner, Walter und Walcott. Sieht auch gut aus. Auf der Tribüne Madin, ich, Kyriako, Gerlach, Ott, Schwab und Langesberg. Ich hoffe, dass in den Testspielen alle mal so ein bisschen zum Zuge gekommen sind. Niemand völlig außen vor geblieben ist. Ich habe den Eindruck, der Ott ist ein bisschen außen vor geblieben. Und der Kyriaku, das tut mir dann auch leid, aber der Kader ist auch relativ prächtig groß. Zwei Linksverteidiger auf der... Ja, aber Usoma kann ja auch Rechtsverteidiger spielen, deswegen lassen wir das jetzt mal so. Ja, den großen Kader werden wir auch brauchen. So, wir sind offensiv und gehen in die neue Saison. Glück auf, sagte man im Ruhrpott und ich sage... Ich hoffe, nach all den Jahren nimmt man mir die Ansprache nicht übel, aber ich kenne die meisten Spieler immer noch wie meine Westentasche. Ja, Jungs, ich habe unseren Gegner lange genug selbst trainiert. Mensch, die kenne ich doch alle noch von früher. Also da kann ich euch ein paar Tricks verraten. Diverse von diesen Spielern entdeckt. Die Spieler fragen sich, was die Ansprache sollte. Ist denen wohl zu lange her? Die Hachinger kennen mich immer noch gut. Ich habe sie herzlich begrüßt und sie mich auch. Das wäre doch mal was, wenn das jetzt gegen die alten Kameraden zum Auftaktsieg führen würde. So, 1711 Zuschauer, 62 Gästefans, mittelmäßiger Platzzustand. Udo Lindbeck tippt 7:1 auf uns. An einem guten Tag kann das auch mal ein 8:1 werden, wie zum Beispiel Union Berlin in der Champions League Quali gezeigt hat, lieber Udo. So, der verfolgt das Spiel im Livestream im Hotel, wie heißt es, Atlantik oder so in Hamburg. So, los geht's. 1711 Zuschauer, Seamus Dyer. Mit dem 1:0. Wir stellen hier mal ihre Ticker-Ansicht um. Die Maria legt auf. Da ist das erste Gegentor. Wir haben ja trotz offensiver Ausrichtung sehr gut verteidigt in der letzten Saison. Das wollen wir natürlich so weitermachen. Aber gut, da ist natürlich viel Qualität hier bei den Unterhachingern. Dietz, einer der Spieler, die ich nicht so gut kenne. Kein Abseits, der Linienrichter hebt die Fahne. Fehlentscheidung zu unseren Gunsten. Können wir aber nichts für, muss man so annehmen. So, halbe Stunde rum von Knebel. Einst mein, ich will nicht sagen Rivale, ich habe ihn ja auch entdeckt quasi. Freut mich doch, dass er, wie viele andere in der zweiten Liga, den nächsten Schritt machen konnte. Kein Absatz, der Linienrichter hebt die Fahne, das wiederholt sich jetzt. Also ich habe da keinen Geldkoffer hingeschickt, meine Werten. Vor allem mache ich doch nicht, vor allem nicht gegen meine... Lieblinge hier. Scharfe, flache Hereingabe, da kommt keiner ran. Wir liegen 1:0 hin. 5:2. Wir hatten 5 Chancen, die aber alle im Ticker nicht der Rede wert waren. Wir liegen 1:0 hinten. Delgado spielt ganz gut, das wird gelobt. Ich möchte aber beim Rückstand kein Lob aussprechen, deswegen kritisiere ich Essa. Der gibt recht, Gelob Besserung. Ja, auf, weiter geht's. Ja. Ja, und Haring ist natürlich auch ein absoluter Aufstiegskandidat. Das ist eine Verletzung. Ich hoffe mal, es ist nichts Schlimmes bei Fischer. Wir sind zum Glück gut bestückt auf der Linksverteidigerposition, sodass Usoma reinkommt. Di Maria stoppt den Ball, legt nach innen auf. Knutzen hat freie Schussbahn, zieht ab und der Ball ist drin und wir liegen 2:0 hinten.
Puh, aber da ist Thomsen mit dem Anschlusstreffer nach Vorlage. Vakula, das erste Saisontor, aber direkt, ich komme gar nicht dazu zu wechseln. Ah, De Sousa gewinnt den Zweikampf gegen Knutzen. Gab es einige Szenen. So, wir wechseln. Und bringen Walcott für Watson. Megat lässt Eisfeld wie ein Anfänger stehen, bringt den Ball nach einem Rempler mühsam wieder unter Kontrolle, schlägt ihn auf links außen. Bannis gegen Delgado, der grätscht, kann den Angriff abfangen. So, wir wechseln noch einmal. Wir haben zwei DMs auf der Bank. Ich bringe Walter für De Sousa. Damit haben wir dreimal gewechselt. Geht hier nochmal was. Bannis legt den Ball quer. Von Knebel gegen Larantrera. Wunderbarer Doppelpass mit Knutzen. Kontrolliert den Ball. Läuft gemächlich zum Mittelkreis. Passt nach vorne. Knutzen hat freie Schussbahn. Nutzt die Lücke. Gewaltschuss aus 27 Metern. Der Ball ist drin. Und das ist die... wahrscheinlich die Entscheidung. Wir stellen auf Brechstange um. Ah, von Knebel mit einem... weiteren Tor. 4:1. Knutzen und von Knebel, der eine legt für den einen auf und umgekehrt. Ja, da haben wir dann am Ende keine Chance gegen die Hachinger. Aber es ist halt die Qualität, die ich dort in Unterhaching gesehen habe, zeigt sich auch gegen mich. Ja, die Chancenverwertung war herausragend. 4 Chancen von 5 haben sie genutzt. Wir haben nur eine Chance genutzt. Spiel bekommt die Note 3 ordentlich. Da ist durchaus was geboten gewesen an Toren. Wir verlieren krass und deutlich, aber das passiert gegen einen Aufstiegskandidaten, einen Absteiger aus der zweiten Liga. Sollen wir jetzt nicht so ernst nehmen. 41.000 Euro eingenommen, 13.000 Prämien bezahlt. Fischer mit Muskelfaserriss, das wird hoffentlich nicht so schlimm sein. Wir stehen auf dem Abstiegsplatz. Folgende Ergebnisse am ersten Spieltag. Regensburg gewinnt 3:0 gegen FSV Frankfurt. Eichstätt verliert 1:2 gegen Freiburg. Bayern 2 gewinnt 2:0 gegen Astoria Waldorf. Karlsruhe verliert 0:3 gegen Garching. Burghausen verliert 0:1 gegen Offenbach. Sandhausen gewinnt 3:0 gegen Illertissen. Wir verlieren 1:4 gegen Unterhaching. Schalding-Heining verliert 0:2 gegen Jena. Und Augsburg 2 gewinnt 2:1 gegen Groß-Asbach. Ja, wir sind auf Platz 15. 3 Teams sind noch schlechter als wir. Wir haben die meisten Gegentore kassiert, aber wir haben wenigstens ein Tor geschossen. Auf den Aufstiegsplätzen direkt Unterhaching und Garching. Ja, ich... meine Garantie, dass Unterhaching nicht absteigen würde, ist ja leider nicht eingetreten. Ich garantiere Ihnen jetzt aber dennoch ein weiteres Mal etwas, und zwar, dass Unterhaching aufsteigen wird, vor allem nach diesem Spiel. So, dann sehen wir in der 11 des Tages auch Knutzen von Unterhaching, niemand von uns. Gleich eine Niederlage zum Auftakt, da haben die Schwarze sehr wohl wieder recht gehabt. So. Wollen Sie etwa nach dem ersten Spiel schon eine Krise herbeireden? Verloren, macht nichts. Nächstes Spiel gewinnen. Ja, so, Fakt. Wie stehen Sie als Trainer eigentlich der ganzen Kommerzialisierung gegenüber? Dieser Trend wird sich so wohl durch nichts und niemanden mehr aufhalten lassen. Der Sport ist mittlerweile fest in der Hand von cleveren Marketingstrategen und Geschäftemachern. Schade. So, was sagen Sie zur Leistung Ihres wohl schwächsten Spielers? Sie wissen wohl, wen ich meine, oder? Ja, das Wetter war heute wirklich gut. So, wir müssen leider Schluss machen. Huschti wechselt von Werder Bremen nach Leverkusen. Ui, wie heißt der Mann? Uçildiz von Tottenham Hotspur nach Stuttgart. Para von Viktoria Köln nach Amiens. Wir treffen jetzt auf Sonnenhof Groß-Asbach, gegen die haben wir einen wichtigen Sieg geholt am Ende der letzten Saison. Gegen die haben wir im Testspiel schon gespielt. Die kennen wir gut. Ein Gegner auf Augenhöhe. Fischer fällt 2 Wochen aus. Wird besucht. Wir führen mal ein paar Einzelgespräche. Ja gut, dann rede ich mit dem Fischer jetzt zweimal. Daran Jansen und Delgado. Wir trainieren mal Standardsituationen mit ein paar extra Einheiten. Gymnastik, um den Verletzungen vorzubeugen. Wir haben in dieser Woche 20.000 Euro eingenommen, 5,64 Millionen auf dem Konto, 75% Vorstandsvertrauen, bin außer bei den Spielern unbeliebt, bin mit meinem Privatvermögen immer noch im Minus. Ja, was kann man hier sonst noch so sagen? Baran könnte wieder spielen, das Einsatz ist riskant. So, Fischer besucht und hat auch mal vollgequatscht hier. Herrera findet das persönliche Gespräch auch okay. Walter mit einem Innenbandriss. Ah, jetzt kommen dann doch die Verletzungen.
Aber gut, Verletzungen gehören zum Fußball dazu. Champions League wird gespielt, der erste Spieltag. Titelverteidiger Leipzig gewinnt 2 zu 1 gegen Utrecht. Union Berlin verliert 0 zu 1 gegen Braga. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Hecken. Frankfurt verliert 0 zu 1 gegen Boas. Und in der Euroleague-Quali ist der FC Bayern mit einem 2 zu 0 gegen Dynamo Kiew dabei. Gute Chancen für Bayern für die Euroleague-Teilnahme. Ja, wenn jetzt mehr Verletzungen kommen, dann werden die Leute mich zu Recht kritisieren. Delgado ist erfreut über das Lob. Wir spielen gegen Groß Aspach. So, Walter, oh, fällt 7 Wochen aus. Ich hätte gedacht, das ist nicht so eine schlimme Verletzung. 7 Wochen ist dann doch hart. Vollert könnte wieder spielen. Varane kann wieder spielen. Seine Kondition ist aber noch komplett nicht vorhanden. Deswegen ist der Schlager erstmal weiterhin im Kader. Vollert ist könnte wieder spielen, ist aber noch zu riskant. So, ich stelle Usoma in die Startformation. Auf der Bank sind 2 Plätze frei. Da stelle ich Madin hin. Und auch Gerlach. Ansonsten ändern wir nichts. Wir sind stärketechnisch etwas überlegen. Wir nehmen hier mal die Stürmer Denny und Dafferner in Manndeckung. Der Denny hat ja auch, ich erinnere mich an das Tor, das er gegen uns erzielt hat. So. Ein Spiel der kalten, nassen Hände, ja, will ich heute nicht erleben. Schieß sie einfach ab. Die Spieler finden die Ansprache unpassend. 2006 Zuschauer, Groß Asbach hat das erste Spiel auch verloren. 70 Gästefans, ordentlicher Platzzustand. Dieter Bohlen tippt 1 zu 2 auf uns. Wir wollen den ersten Dreier der Saison. Rosenlöcher legt den Ball quer. Erazo schlägt noch einen Haken, zieht ab. Esser kommt nicht mehr ran und wir liegen jetzt schon wieder ganz früh hinten. Wir möchten hier keinen Albtraumstart in diese Saison erleben. Danny mit dem 2 zu 0. Erleben aber zumindest einen Albtraumstart in dieses Spiel hier. Aber es ist noch genug Zeit. Kneift euch einmal und rüttelt euch einmal gegenseitig und rennt dann an und macht das 2 zu 1 hier bitte. Aber möglichst direkt. Eckert Ayensa lässt sich theatralisch fallen. Der Ball geht ins Aus. Das möchte ich jetzt auch nicht sehen hier. Gelbe Karte wegen schwerer Schiedsrichterbeleidigung für Rosenlöcher. Hätte man auch rot geben können. Eckball von rechts macht hier wenigstens den Anschlusstreffer vor der Pause. Vakula legt sich den Ball zurecht, hält 3 Finger hoch in die Luft, schlägt den Ball hinter das Tor. Wir haben noch Standards trainiert in dieser Woche. Eckball von links für Groß Asbach. Rosenlöcher auf den kurzen Pfosten. Der Ball geht direkt ans Außennetz. Ja, die haben auch nicht mehr Präzision bei den Standards. Wir liegen 2-0 hinten. Es gab 2 Torchancen, die gingen beide rein. Esser muss hier einmal mehr kritisiert werden. Er gibt recht, gelobt Besserung. Schnell das 2 zu 1. Nein, im Gegenteil, Rosenlöcher macht das 3 zu 0. 4 zu 0 da ferner. Wir kassieren schon wieder 4 Gegentore im zweiten Spiel. Brrr. Alle außer dem Torwart recht ordentliche Noten. Beim Stand von 4 zu 0 kann ich das aber nicht ausschließlich auf den Torwart schieben, auch wenn der mit Sicherheit hier der schlechteste Mann auf dem Feld ist. So, wir müssen dreifach wechseln. Bringen Gerlach für Vakula, Walcott für Thomsen. Östler für Delgado. Tauscht die Plätze mit Usoma. Boah, Leute. Das ist kein schöner Start in die Saison hier. Gegen Unterhaching kann ich das ja noch rechtfertigen und schön reden, aber das hier ist nicht schön zu reden. Das ist eine Katastrophe. Boyamba gegen De Souza geht an ihm vorbei und das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Lass das hier nicht zum totalen Debakel werden. Abseits, der Linienrichter lässt die Fahne unten. Jetzt eine Fehlentscheidung zu unseres Gegners Gunsten. Boyamba auf Alvarez. Stoppt. Spielt zum Mittelkreis zurück. Rosenlöcher gegen Eisfeld, Doppelpass mit Greve. Den linken Flügel, kein Abseits, da ferner. Hebt den Ball mit der Hacke über Jansen. Jetzt fangen sie auch noch an zu tricksen. Nein, das geht schief. Der Ball ist verloren. Jetzt werden sie übermütig. Schenkt den doch mal wenigstens ein. Hier noch ein. Usoma nimmt den Ball mit der Hacke mit, dringt in den Strafraum ein, schießt. Und der Ball ist drin, jawohl. Hier geht noch was. Hier sind noch 20 Minuten zu spielen. Usoma zumindest mit dem Ehrentor. Und wir verlieren auch das zweite Spiel mit 4 zu 1. Jetzt sind wir mit Sicherheit Tabellenletzter.
12.000 Euro Prämie bezahlt. Wofür? Wofür? Rosenlöcher. Der beste Spielerspiel kommt die Note 3 ganz nett. Wir sind noch nicht mal Tabellenletzter. Aber naja, wo können wir uns jetzt auch nichts verkaufen. Groß Asbach gewinnt 4:1 gegen uns. Jena gewinnt 1:0 gegen Burghausen. Unterhaching gewinnt 2:1 gegen Karlsruhe. Frankfurt spielt 0:0 gegen Sandhausen. Offenbach spielt 0:0 gegen Bayern. Illertissen verliert 0:3 gegen Eichstätt. Waldorf gewinnt 1:0 gegen Augsburg. Garching verliert 1:3 gegen Regensburg. Freiburg gewinnt 3:1 gegen Schalding-Heining. Tabellenletzter ist Illertissen. Es gibt noch drei weitere Teams mit 0 Punkten. Das sind Burghausen, Karlsruhe und Schalding-Heining. Wir haben die mit Abstand. Was heißt mit Abstand? Wir haben die meisten Gegentore mit 8. Auf den Aufstiegsplätzen Regensburg und Unterhaching in der Elf des Tages natürlich niemand von uns. Manuel Schönfeld, der Name begegnet uns immer wieder. Und auch Tizian Springfeld, zwei ehemalige Spieler hier, die in anderen Spielstätten gut angekommen sind. Das Saisonziel ist wohl nach dieser Niederlage weit. Das ist der zweite Spieltag, lasst mich doch in Ruhe. Welche Konsequenzen ziehen Sie? Ich arbeite 25 Stunden am Tag, 10 Tage die Woche. Was wollen Sie mehr? So. Wie werden Sie nur das nächste Spiel angehen? Wir werden mit 11 Spielern spielen. Gibt es für Sie überhaupt noch eine Erklärung für dieses völlige Versagen? Es ist der zweite Spieltag. Es ist der zweite Spieltag. Soll das ein Verhör werden, sodass ich nicht mit mir umspringe? So, wir müssen Schluss machen. So. Taid wechselt von Preußen Münster nach Werder Bremen. Adams von Kaiserslautern nach Salzburg. Ich hoffe mal, dass das Vorstandsvertrauen jetzt nicht zu sehr in den Keller gegangen ist. 70%. Die verstehen das schon. Das waren erst zwei Spiele. 13.000 Euro verloren. Wir spielen im nächsten Part gegen Astoria Waldorf, Augsburg 2 und Bayern 2. Zwei Auswärtsspiele gegen die anderen beiden zweiten Mannschaften und gegen den Aufsteiger. Aktuell stehen die Teams auf Platz 6, Platz 11 und Platz 12. Wir müssen die ersten Punkte holen, wir müssen die Defensive stabilisieren, wir müssen da dran arbeiten. Das werden Sie alles im nächsten Part sehen. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.